Es geht nichts über den ersten Urlaubstag. Du kannst praktisch den Sonnenschein riechen. Diese Hitze ist unerträglich. Ich bin überhaupt kein Sommermensch. Was ist los mit dir? Aber es gibt noch so viel zu sehen. Blöde, heiße, schöne Natur. Schau dir dieses Haus an. Sieh dir diese Straßenlampen an. Ich frag mich, wie weit sich dieser See erstreckt. Wir sind super nah dran, siehst du? Ich wette, du holst mich nicht vor dem Hotel ein. Ein Fuß vor den anderen, los geht's. Los geht's. Endlich ein Platz zum Ausruhen für meine Füße. Ich könnte 10 von diesen Dingen trinken. Keine außerplanmäßigen Stopps, erinnerst du dich? Oh Mann. War diese Reise nicht die beste Idee? Woher nimmt er die ganze Energie? Juhu! Ja! Das ist der langweiligste Urlaub aller Zeiten. Aber warum nicht etwas Spaß haben? Ich habe Lippenstift hier drin, oder? Blutrot. Das sollte uns ein bisschen ausbremsen. Ein paar Flecken können eine Menge bewirken. Jetzt bleibt nur noch eine Sache. Au! Ah! Chloe? Ich komme! Was ist los? Yikes, das sieht ziemlich übel aus. Das muss an diesem ganzen Rumgelaufe liegen. Wir gehen besser zurück zum Hotel. Und hoch geht's. Jetzt fühlt es sich wie Urlaub an. Wenn du mitten im Spiel bist, lass es keine Sekunde aus den Augen. Oh, ich werde die Runde sowas von gewinnen. Warum habe ich denn heute so einen Durst? Komm schon, lass mich jetzt doch nicht im Stich. Oh, ich bin wirklich durstig. Na gut, dann hole ich mir noch was zu trinken. Die sollten einfach größere Dosen verkaufen. Hm. Oh, hallo, süße Cola. Jetzt habe ich erstmal genug. Warte! Nein! Oh, Leute, eine Dose geht zu Boden. Und jetzt auch ein Kevin. Mir geht's gut, denke ich. Ey, was ist denn das für ein Zeug? Warte mal, ich habe gerade die beste Idee. Schnapp dir 7 Dosen deiner Lieblingslimo und stell sie so zusammen. Dann klebst du sie zusammen mit Tape. Jetzt öffne sie alle eine nach der anderen. Steck deine Strohhalme rein. Und zum Schluss bündle die Strohhalme mit einem Gummiband. Und Limo los! Wow, das ist echt super, oder? Also, Getränk ist fertig. Und wir sind wieder im Spiel. Und so sieht ein Monsterschluck aus. Oh, mal hab ich gut geschlafen. Na, schnell Zähne putzen. Mundgeruch geht nämlich gar nicht. Oh Mist, jetzt habe ich die Kappe fallen lassen. Oh, wo ist sie denn hin? Dafür ist es echt zu früh. Jetzt muss ich auf den Boden, nur um diese blöde Kappe zu suchen. Wo ist die denn? Wo kann die denn nur sein? Na, ich greife einfach mal zu und gucke, ob ich sie finde. Ha! Ah, Moment. Ein Lippenstift? Ii! Maracas? Hatte hier jemand ein Konzert? Ein Handrührgerät? Hä? Ich will gar nicht wissen, warum das da drunter lag. Mann, aber keine Kappe weit und breit. Toll. Und jetzt sind meine Hände ganz schmutzig. Ja, dreckig und staubig. Die sollte ich wohl waschen. Na, mit ein bisschen Seife sollte das ja klappen. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dazu brauche ich natürlich die Zahnpasta. Und ein Cuttermesser. Und jetzt geht's ans Schneiden. Ich schneide den oberen Teil der Zahnpastatube ab. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Stattdessen nehme ich einfach die Pumpe von der Seife. Die passt genau rein. Perfekt. Jetzt hat meine Zahnpastatube eine Pumpe. Damit muss ich mir nie wieder Sorgen um die Kappe machen. Und die Zahnpasta sieht auch noch perfekt aus. Wow, das ist praktischer, als ich dachte. Ich liebe Kino. Hey, pass doch auf. Sorry. Ich muss das irgendwie ablegen.
Ich habe zu viele Sachen in meinen Händen. Okay, und wenn ich das so versuche? Du bist viel zu laut. Okay, sie ist offen. Kate, das ist lächerlich. Gib mir das. Stecke die Box so über den Strohhalm. Jetzt wirf die Pommes auf die andere Seite. Genial! Ja, ich weiß. Das war nicht schwer. Iss deine Fritte. Trink einen Schluck. Danke, Jake. Mal sehen, was ich heute anziehe. Ja, dieser Pulli ist perfekt. Ja, orange ist mit Sicherheit ein Blickfang. Jetzt zu den Schuhen. Oh Mann, das ist schwer. Okay, Sneakers. Die sind aber ganz schön schmutzig, Mädel. Hä? Wie konnte ich denn nicht bemerken, dass die so dreckig sind? Oh, meine Lieblingsschuhe sind ruiniert. Oder nicht? Hey, ich habe eine brillante Idee. Wow, schnapp dir Zahnpasta und eine Zahnbürste. Hast du schmutzige Schuhe, von denen du dachtest, sie wären ruiniert? Dann nimm Zahnpasta und gib eine ordentliche Menge auf den schmutzigen Teil deines Schuhs. So wie hier. Jetzt nimmst du dir die Zahnbürste. Natürlich nicht die, die du auch für deinen Mund benutzt. Jetzt schrubbst du einfach drauf los. Richtig gründlich. Sobald du damit fertig bist, wischst du den Schuh mit einem feuchten Tuch ab. Wow, die sehen ja aus wie neu. Alles klar, es kann losgehen, aber diesmal mit Stil. Für einige Leute ist Multitasking fast unmöglich. Besonders, wenn ein scharfes Messer dabei ist. Hier. Nein! Hallo? Oh, gut, du bist noch dran. Nur dieser Boden muss mal wieder gewischt werden. Vorsichtig. Unterschätze niemals einen Ersatzfinger. Oder deine Nase. Oh, nein! Nicht ins Wasser! Oh, ich hab's. War das knapp, oder was? Finde ich hier sowas wie eine Ersatzhand? Ding, ding, ding! Oh, dieses Stirnband wird mein Handy halten. Zieh's dir einfach über den Kopf. Och, wie süß. Ruf deinen Kumpel an und steck es in das Stirnband. Sieht ein bisschen komisch aus, aber hey, es ist gut, die Hände frei zu haben. Du bist ziemlich clever, Kev. Chips? Check. Was ist mit Müsli? Doppelcheck. Vergiss die Löffel nicht. Noch was? Schau zu, dass du zwei Stück einpackst. Das wird lecker heute. Diese frische Luft fühlt sich so toll an, nicht wahr? Hier ist perfekt. Zuerst legen wir die Decke hin und möge das Picknick beginnen. Hey, her damit, ich mach das. Oh oh. Puh. Wo sind die Schalen hin? Da drüben, schau. Ups, egal. Aber ich bin so hungrig. Moment mal, was ist mit diesen Müsli-Schachteln? Gut, dass ich das hier mitgebracht habe. Brauchst du eine Müsli-Schale? Schneide vorsichtig ein Quadrat aus deiner Box aus. Denke daran, immer von dir selbst wegzuschneiden. Entferne dann das Quadrat, das du gerade geschnitten hast. Sieht aus, als ob wir auch die Tüte geschnitten haben. Jetzt gieße deine Milch rein. Wahrscheinlich brauchst du einiges davon. Immerhin ist es eine ganze Box an Müsli. Es geht doch nichts über Müsli im Freien. Das Teil ist genial.